Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ganz viel Stoff wird fertig. Nein, so heißt das Spiel nicht. Es heißt nicht ganz viel Stoff wird fertig. Nein, es heißt Story of Seasons und wir sind jetzt auf der Safari. Meinen Tieren geht's gut. Sie hängen noch ein bisschen am Zaun. So, jetzt können wir mal ein bisschen Zeug einsammeln und warten noch ein bisschen. Haben lustigen Spaß. Oh, eine alte Münze. Davon haben wir zum Glück nicht schon mehr als genug. Yay. So, schreiben wir mal ganz viele Schätze ein. Die Felsen. Felsen sind immer gut. So, na? Ihr lustigen kleinen Bären. Oh Gott. Oh, schade, dass man nicht reingehen kann. Das wäre so cool. Oh Gott. Unkraut. Aha. Steine. Aha. Noch ein Puschel. Ja, gut. Und Dong. Na komm, flieh irgendwas. Los! Dann halt nicht. Ah ja, stimmt, wir haben hier noch die Mine. Hier, oh. Warum nicht? So, die Mine, genau. Sichel der Weißen, Achse, Hammer der Weißen. Wup, wup. Oh, Schmaragde, Steine, buntes Zeug, Bronze. Was war denn das? Ich hab's vergessen. Ich habe jetzt aber keinen Bock nachzugucken. Irgendein Mineral. Oh, da kommt aber ziemlich... Oh mein Gott. Da kam aber viel heute raus. Und schön bunt alles. Ach, ist das schön. Da wird sogar die rote Libelle da unten neidisch. Hallo. So. Okay. Ah, muss ich mich gleich mal vor Freude meine rechte Pobacke kratzen. Das ist merkwürdig. Entschuldigung, das gruselig ist, ich habe das wirklich getan. Das macht es irgendwie nicht besser. Gut, ja, wo sind denn jetzt hier die lustigen... Wo sind die Vögel? Die sind doch immer so... Ah, die haben vermutlich gerade keinen Bock. Gut, dann halt nicht. Oh, Kiesel. Oh, noch mehr Kiesel. Ich weiß nicht, wofür ich diese Kiesel brauche, aber ich sammle sie ein. Yeah. Oh, Glasstein. Oh, Steine. Ja, cool. Ja, muss mal gucken. Also, ich weiß nicht, wie lange meine Tiere noch hier verharren müssen, bis sie perfekte Produkte geben. Das kann etwas dauern, würde ich mal schätzen. Naja. Ja, hallo? Ah, so. So, okay. Gehen wir wieder zurück. Und, ich weiß nicht. Warte ich jetzt hier noch ein bisschen? Nee. Ich kann mich schon noch kurz um die Schweinchen hier kümmern. Wo ist das andere Schwein? Hier gab es doch zwei Schweine. Ja, es gab dich und noch ein braunes. Wo ist dein brauner Kumpel? Ach da. Hi. Oh, es mag mich. So, ja, wir sind fertig hier. Ja, bitte, ich will nach Hause. So, und jetzt kann ich mich um meine äußeren Außenfelder kümmern, die voll außen sind und so. Ich überlege gerade. Oh Gott, jetzt bin ich ja wieder hier. Ach Gottchen. Okay. Ich gehe mal zu Fuß nach Hause, wenn man das so tut. Ich habe keine Ahnung. Hi Flick. Was mache ich denn heute Lustiges? Ich weiß nicht, was du heute Lustiges machst. Ey, kleiner Spatz. Dieses ultra realistische Spatzengeräusch irritiert mich jedes Mal. So, wir sammeln mal lustige Sachen ein. Ob der Spatz sich eigentlich über Käfer freut? Wartet mal. So eine Pferdekopf-Heuschrecke, ne? Vor allem der Name ist schon merkwürdig. Stellt euch mal eine Heuschrecke mit einem echten Pferdekopf vor. Sehr weird. So, warte mal, ich nehme jetzt ein bisschen... Wo findet man... Ach, hier, Insekten. Hey, Spatz, bist du eine Pferdekopf-Heuschrecke? Wow. Gut, der Spatz will keine Pferdekopf-Heuschrecke. Er wirft mich hier direkt gleich aus der Map. Das hätte man noch freundlicher sagen können. Gut, ab ins Wasser. Hätte ich eine Angel, könnte ich hier schwimmen. Oh, Tauben. Was gibt's? Ein Fisch. Eine kleine Grundel. Na super. Mädel. Oh, was gibt's hier so? Oh. Mehr als ich dachte. Wow. So, ja, das war's dann aber auch. Ich kann es kaum erwarten, bis Oktober ist. Und
Story of Seasons Trio of Town rauskommt, werde ich natürlich Let's Playen. Ihr könnt euch freuen. Wird auf meinem Kanal auf jeden Fall erscheinen. Bisher werde ich auch sicherlich Harvest Moon durchhaben. Mit Sicherheit. Also, das geht ja jetzt auch nicht mehr so lange, das Projekt, schätze ich. Ich bin noch nicht durch, aber wird sich, denke ich mal, auch nicht mehr so lange ziehen. Noch ein paar Wochen, ja, aber bis Oktober auf jeden Fall nicht. Oh, hi. Wir haben uns schon lange nicht mehr unterhalten. Hattest du eine Weile die Stadt verlassen? Ja. Hab ich. Ich meine, die könnten ja auch mal zu mir kommen und mit mir reden und fragen, wie es mir geht. Aber nö, darauf haben die ganzen Leute hier keine Lust. Das ist traurig. Stimmt's, Agathe? Ich genieße es einfach nur, auf dieses Feld zu schauen. Und das Feld hier drüben. Ich könnte es mir für Stunden ansehen. Das ist schön und ein bisschen gruselig. Cool. Fühlst du dich irgendwie erschöpft? Irgendwie. Na gut. Was haben wir denn hier? Oh, nein. Die kann ich alle nicht pflücken. Verdammt. Na gut. War hier oben noch irgendwas für mich? Oder habe ich ja schon alles geerntet? Oh. Hi. Hey, lauf nicht weg. Ach, Junge, lange nicht gesehen. Ist doch gut, wenn man viel zu tun hat, oder? Nicht irgendwie. Oh, er mag mich. Hä? Okay. Ich glaube, wir können nicht viel machen, ne? Nö. Schade. Entschuldigung. Okay. Ich denke mal, ich werde mich jetzt auch um die beiden Felder hier kümmern. Und dann könnte ich ja so mal nach meiner Most gucken und wieder ein bisschen Wein herstellen. Die Weinherstellung, die dauert ja immer ewig. Also wirklich ewig. Jetzt habe ich denn hier Zuckerrohr, habe ich hier hergestellt. Oder stelle ich hier her oder baue hier an, eher gesagt. Ich stelle es ja nicht her. Ach, ich bin ein so verwirrtes Mädchen. So, so. Sehr schön. Okay, komm ich. Kann ich hier nicht hoch? Ach Gott. Dann laufen. Ich könnte, warte mal, ich könnte die Qualität vom Zucker verbessern, oder? Wenn ich jetzt ein bisschen dünge, dann wächst das krasser und ist voll gut drauf und so. Ich habe keine Ahnung. Ich rede irgendwelchen Mist, wie immer. So. Okay. So. Hoffen wir einfach mal aufs Beste. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich muss ein bisschen auf meine Energie achten. Die ist schon ziemlich weit unten. Okay. Was haben wir denn hier so alles? Aha, ja gut. Das ist alles hier noch hart am Wachsen. Wir lassen es einfach mal. Ja, gut. Oh, bitte sag mir nicht, dass die Teeblätter fertig sind. Es ist immer so ätzend, die zu ernten. Nee, Gott sei Dank. Da habe ich immer absolut keinen Bock drauf. Gut. Okidokidoki. Oh, Veronica. Du hier. Man kann fast alle gemischt fahren, die man braucht, am Stand von Seidenland erstehen. Je mehr man mit den Händlern handelt, desto mehr Produkte. Ja. Okay, gut. Ja, ich glaube, wir haben schon fast das Maximum rausgeholt. Fast. Ich glaube, ein bisschen was geht noch, aber ja, wir sind mit Handeln gut dabei. Aubergine, grüne Paprika. Oh Gott. Hä? Ach ja. Mal gucken, wie viel ich noch für dieses eine Herz gießen kann. Nicht mehr viel. Okay, ich muss mal irgendwas snacken. Ertrag. Gericht habe ich nicht. Okay, Ertrag. Ich esse. Ich trinke eine Milch. Oder eine frische Zitrone, komm. Wer will denn nicht eine frische Zitrone essen? Du solltest die essen. Hast du die gegessen? Nö. Oder frische Zitronen bringen nicht so viel. Warte mal. Frische Zitrone essen. Spinat. Oh. Der Spinat hat mich gerettet. Ich bin Popeye. Oder so. Wie hieß die Freundin von Popeye nochmal? Ich hab's vergessen. Auch egal. Sachen, die heute eh keiner mehr guckt.
weil das schon voll alt ist und so. Kann ich die ernten? Sieht so aus, oder? Wow. Ich kann rosa Alken ernten. Was? Keine Ahnung. Ich habe mir übrigens auch überlegt, wie sieht es hier aus? Gut. Dass ich mir eventuell, also ich warte erstmal, ich nehme die Folgen hier gerade hintereinander auf, so zwei, drei Stück. Und mal gucken, was ihr schreibt. Aber ich habe mir vielleicht auch überlegt, dass ich mal frage, wer von euch denn eines meiner Tiere ist und noch da bleiben möchte. Also wer von euch möchte denn nicht verkauft werden? Und ich würde schon eben meine Tiere mal austauschen. Weil gerade so einige Produkte brauche ich ja nicht. Also Wolle ist eigentlich überflüssig, weil ich halt die Stoffe so kaufen kann. Und keine Ahnung. Lasst es mich einfach mal wissen. Kann ich jetzt hier nochmal gießen? Ja, ne? Cool. Falls ihr unbedingt dabei sein wollt, zum Beispiel jetzt hier Bommel oder so, da kann man sich ja melden und sagen, nee, das soll da bleiben. Ist auch kein Problem, weil sich bestimmt eh genug melden, also nicht melden werden. Oh. Das sieht nicht gut aus, die Ananas. Bleib cool, Ananas. Bleib bei mir. Nicht ins Licht gehen, Ananas. Oh Mann. Ja, schreibt einfach mal und wenn da sich zu einigen Tieren keiner meldet, dann werde ich überlegen, sie zu verkaufen. Mal gucken. Und ein paar neue Tierarten mal ausprobieren. Ja. Haben wir jetzt soweit alles gemacht? Nee, ich gehe nochmal. Oh. Hey, hast du gearbeitet? Kaum zu glauben, dass Island einen Grund hatte, herzukommen. Die müssen wohl viel von uns halten. Wenn man bedenkt, dass sie nur über begrenzte Transportmöglichkeiten verfügen, kann ich mir nicht vorstellen, was sie sonst hierher treibt. Oh, oh. Ja, ich hier voll krass die Handelspartner und so. Keine Ahnung. Ist jedenfalls schön, dass wir Island zu uns holen. Ich gieße jetzt hier nichts. Ich habe Angst, dass ich sonst zusammenbreche. Wobei, komm, scheiß drauf. Ich esse noch was. Sekunde. Ja, ein bisschen frischer Spinat. Ja, keine Ahnung. 7 Stück. Yeah, super stark. So, sehr schön. Die Gießkanne mal wieder ein bisschen auffüllen. So, kann ich hier gießen? Nee. Ist meine Leinsaat denn überhaupt fertig? Wir können ja mal ganz kurz gucken, ne? Ja, sieht gut aus. Hier ist auf jeden Fall was fertig. Perfekt. Gut, dann können wir die Leinsaat gleich mal aussehen. Wupp, wupp. So. Wie viel habe ich denn? 9 Stück. Ja, ist jetzt nicht die Welt, aber hey. Wir bauen es an. Ich sollte vielleicht mal was kochen. Immer noch Spinat essen ist, glaube ich, nicht so gut. Boah, wie das Energie verbraucht. Ich werde wahnsinnig. Ich esse mal noch ein bisschen Spinat. Oder habe ich noch irgendwas da, was ich mir reinballern kann? Ein Ei. Ein Seitenhuhn-Ei. Dann muss wieder der frische Spinat her. Okay, ja. Düngen werde ich dann wohl erst morgen. Aber gießen möchte ich es heute schon. So. Ganz vorsichtig. So. So, perfekt. Alles klar. Jetzt muss ich noch ganz kurz überlegen. Genau, zur Kälterei wollte ich nochmal. Müsst ihr, ich habe nicht genug Platz in der Tasche. Wollt ihr mich verkackeiern? Muss ich schon wieder meine Taschen leeren? Oh Gott. Na gut. Eine Tragödie. Ja, ich gehe erstmal in den Kühlschrank. Schmeiß da ganz viel rein. Guck mal. Es ist echt schlimm hier. Aber wirklich. Ganzen Stoffe könnte ich da zum Beispiel reinwerfen. Ich meine, wenn ich Kleidung herstelle, wird das ja eh zum Beispiel aus dem Materialkistchen genommen. Hineinlegen. Reingelegt. So. Ganzen Perlen. Oh Gott. Ich brauche eigentlich größere Taschen hier. Das geht gar nicht. Aber was willst du machen, ne? Mehr als 100 geht nicht. Oh. So. Guck. Jetzt haben wir schon wieder fast 20 Platz, obwohl ich kaum was reingelegt habe. Perfekt.
wie schnell das voll geht, das ist unglaublich. So, okay. Gucken wir mal, Material. Jetzt können wir noch ein bisschen Zeug lagern. Wie diese wunderschöne Honigwabe. Und die ganzen Puschel. Das, wie gesagt, das wird ja alles automatisch genommen, wenn ich Sachen herstelle. So. Ich hab's gleich. Kann sich noch um Jahre handeln. Oh Gott, ich habe bald schon wieder 50 Plätze frei. Das ist der Wahnsinn. Huch. Orangener Daumenpuschel. So, was haben wir hier noch? Pferdekopfheuschrecke. Die ganzen Stoffe müsste ich eigentlich auch reintun. Also. Oh Gott, jetzt habe ich schon übelst viel Platz. Das ist unglaublich. Das ist so schlimm hier mit dem System. Oh. Den goldenen Leinstoff und so könnte ich eigentlich auch verkaufen. Direkt. Wobei, da warte ich vielleicht auch lieber an ein Land, wo ich es gut verkaufen kann, damit ich noch mehr Geld rauskriege. Oh Gott, da habe ich viel Garn. Wow. Okay. So. Huch. Rosa Nelken können auch noch rein, genau. Den Leinstoff, ja, meine Güte, machen wir hier auch rein. Okay. Gut. Jetzt könnte man eigentlich direkt schlafen gehen, oder? Dann würde ich mich unter Umständen erst morgen dann um die anderen Sachen kümmern, um die ganzen Weine und so. Eine Sekunde. Zimt kommt hier noch rein, den Pfeffer, den pfeffern wir hier auch noch rein, was soll's. Kleine Gundel, oh Gott, so viel Zucker. Oh Gott. So viel. Kleinscheiß vor allem. So. Ne, die Karotten. Karotten nicht. Fast hätte ich sie reingeworfen. Okay, das reicht jetzt aber. Gut. Jetzt ab ins Bett. Ich schlafe jetzt unten. Ich lasse meine Familie oben schlafen. Ich will zu so später Stunde nicht stören. So, neuer Tag, neues Glück. Schauen wir mal. Oh, es regnet, wie geil. Regentage sind super. So, wir gucken erstmal bei der Kälterei. Schwarzer Stoff ist vollständig. Schwarzer Stoff ist vollständig. Und, oh Gott, die ganzen Keramiksachen werden fertig. Oh nein. So. Oh, Weine. Item herstellen. Was haben wir denn? Einfach normalen Wein. Oh, Traubenmost. 30 Stück. Yeah. Wupp, wupp. Hiervon noch 30. Was gibt's noch so? Und hier noch 24. Ich muss auch gucken. Ich glaube, so viel kann ich da gar nicht reinwerfen, weil Wein braucht so ultimativ lang. Es ist pervers, wie lange der braucht. Ich guck gleich mal, wie viele Slots wir noch frei haben. Oh Gott. Kiwi-Wein. Was, ob jemand jemals Kiwi-Wein trinken würde? Das sind komische Sachen, die sie gibt. Apfelwein gibt's. Das habe ich schon oft gehört. Selbst nie getrunken. Bin kein großer Weinkenner. Aber Kiwi-Wein und Zitronenwein? Weiß nicht. So, okay. Und wie viel wird hier gerade hergestellt? Oh, 21 von 30. Ja. Oh Gott, da brauche ich 51 Tage. Da braucht 90 Tage. 71. Hey, das ist so krass. Naja, das ist schon einiges. Ist halt Wein, ne? Gut, meine Freunde. Dann bedanke ich mich jedenfalls bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, you may let's play Story of Seasons. Bye.